Erstes Platoon herhören. Sergeant Moody schuldet mir 50 Mäuse, denn Operation Overlord war erfolgreich. Unsere britischen und kanadischen Freunde haben gute Arbeit geleistet. Abgesehen von Omaha verliefen die Landungen am Strand alle reibungslos. Die Luftunterstützung ging fast überall daneben. Aber die Männer erfüllten zusammen fast alle Aufgaben der Luftstreitkräfte für den D-Day. Ich bin wirklich sehr stolz auf sie alle. Wie Sie wissen, konnten Sergeant Moody und die Privates Alder und Martin durch die deutschen Linien brechen und das Hauptquartier benachrichtigen. Sonst hätte das Hauptquartier wohl keine Verstärkung geschickt, mit deren Hilfe wir Saint-Mère-Église halten konnten. Moody, Elder und Martin wurden beauftragt, eine deutsche Batterie beim Château Bricourt auszuschalten, wo sie mit einer Handvoll Männer einem ganzen Platoon der Deutschen gegenüberstanden. Offensichtlich sind unsere Leistungen nicht unbemerkt geblieben. Unsere Einheit wird vom Rest der 101. abgespalten, um einige Spezialeinsätze hinter den feindlichen Linien durchzuführen. Ich schlage vor, Sie polieren Ihr Deutsch auf, meine Herren. Genießen Sie Ihre Freizeit, solange es geht. Jawohl, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Call of Duty. 7. August 1944, Bayerische Alpen, Deutschland. Ein paar der britischen Offiziere, ein Captain Price und ein Major Ingram, scheinen irgendwo über Feindgebiet abgeschossen worden zu sein. Ich kenne diese Typen zwar nicht, aber sie müssen recht wichtig sein oder wichtige Informationen haben, da wir jetzt über Österreich abspringen und zu ihnen vordringen sollen. Unser Nachrichtendienst hat herausgefunden, dass die Offiziere in einem Schloss in den Bayerischen Alpen festgehalten werden. Wir haben einen deutschen Laster gestohlen, ihn versteckt und nähern uns jetzt mit dem Schloss zu Fuß. Ja, uiuiui. Links ist ein MG42, rechts ein Wachhäuschen. Sie haben mich nicht gesehen. Hoffentlich. Captain Price, Major Ingram? Vielleicht in dem großen Haus die Straße hoch. Martin, Sie gehen vor und erledigen das 42er MG. Harding und Bugs, Sie kümmern sich um den Laster. Wir treffen uns vor dem Chateau. Alle anderen folgen Martin. Los! Na dann, auf! Bam! Tot? Ich denke tot. Okay. Dann weiter. Oh. Zack. Ach, dürfte auch tot sein. Auch wieder tot. Ihr werdet alle sterben. So. Oh, na. Jawohl, Bewegung, also auf geht's. So, mal schauen, dann wird hier vermutlich gleich das nächste MG-Nest sein. Sind natürlich auch total unauffällig hier. Bekommt keiner mit, dass wir da sind. Genau, Bewegung. Aber die meisten von euch habe ich sowieso schon gekriegt. Während ihr noch auf dem Laster wart. Siehst du, da ist tatsächlich keiner mehr? Okay. So, begeben wir uns mal hier rein oder versuchen es zumindest. Okay, hier wird es wohl nicht lang gehen, sondern ja, da links. Na gut. Ah, du bist tot. So, was war das jetzt hier auf uns? Oh. Ich sollte aufhören, solche Fragen zu stellen. Das geht immer böse aus. Okay.
Na komm, ich hab dir gerade durch die Scheibe ins Gesicht geschossen. Aber gut. Geschafft haben wir es trotzdem. Auch ganz dramatische Musik. Martin, gehen Sie rein, nehmen Sie alle Dokumente mit und stoßen Sie dann wieder zu uns. Jawohl. Okay. Okay, da geht's auch nicht rein. Aber das ist vielleicht wieder ein Labyrinth hier. Ist zu kompliziert aufgebaut. Auf dem Klo vielleicht irgendwelche wichtigen Dokumente? Anscheinend nicht. Ja, den habe ich doch schon längst. So. Ihr schützt eure Unterlagen aber schlecht. Wenn das die paar People sind. Zack. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg zurück. Oh Mann. Den geheimen Kommunikationsraum sollen wir finden. Das wird da vermutlich nicht sein. Wobei, ja, auf dem Klo geheime Kommunikation könnte ja durchaus schon mal stattfinden. Oh, 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 oh. Jawohl, der nächste Tote. Zack. Das ist lustig, wie die sich einfach alle darüber werfen. Aber gut. Aber es ist an sich eine hübsche Hütte. Muss ich ja zugeben. Zack, tot. So, zack. Auch hin. Na, na, na. Willst du wohl brav sein? So. Ich glaube, ich tausche jetzt einfach mal gegen MP42, damit wir auch mal ein bisschen Munition aufnehmen. Okay, aber da geht es sowieso nicht weiter. Aber da müssen wir irgendwie lang. Oh. Oh, noch mehr. Oh Mann, das sind schon wieder viele Gegner. Okay, aber wir kommen dann doch ganz gut durch. Denke ich. Jawohl. Okay, das geheime Kommunikationsraum wirkt jetzt auf mich nicht so. Ah, ist aber schön, wie man sich einfach durch die Korridore ballern kann. Ja, bleib halt aus meinem Schussfeld. Mein Gott. Okay. Hallo? Oh. Ah. Hallo, ist jemand da? Nein. Dann möchte ich bitte das Funkgerät hier bedienen. Oh, zerstören. Okay. Ey, das ist nicht nett. Das macht man nicht. Einfach so von hinten kommen. Finden Sie die Gefangenen, okay. Gute Arbeit, alles klar, wir gehen weiter. Ja, das freut mich aber. So, es wird vermutlich hier im Keller irgendwo sein, das haben sie ja, glaube ich, auch gesagt.
Okay. Was wollte ich? Das wollte ich. Genau. Hallo? Ihr könnt euch auch ergeben, dann erschieße ich euch zumindest nicht. Genau. Ich deck dich schon. Boah. So. Noch jemand da? Oh, oh, oh. Anscheinend schon. Hallo? Da ist keiner. Captain Price, hallo. Ja. Hallo? Sie haben mir einen Mordskrach gemacht. Aber kein Problem. Ich kann schon noch gehen. Okay, sehr gut. Captain Price, Captain Foley. Wo ist Major Ingram? Sie haben ihn in ein Lager gebracht. Keine Sorge, ich weiß wohin. Na, da bin ich ja gespannt. Gut, das heißt, wir ballern uns dann vermutlich wieder den Weg nach draußen, oder? Jawohl. Okay. Dann weiter, weiter, weiter. So. Oh! Oh, ich habe in die falsche Richtung geguckt. Okay. Vorher wisst ihr, dass wir Amis sind. Wir könnten auch Briten sein. Okay. Oh. Komm, einfach niederhalten da, jawohl. Dich auch noch. Jawohl. So. Hallo? Der Truck steht draußen, Sir. Gut. Helfen Sie Captain Price aus dem Fenster, er ist verletzt. Jawohl. So. Kommt ihr auch noch nach? Wir hauen ab. Captain, was ist mit Major Ingram? Wir kümmern uns später um ihn. Jetzt rein da. Okay, Ziel erfüllt. Ja, da würde ich auch wieder sagen, da sind wir auch wieder durch für heute. Es ging relativ schnell. War ganz gut, aber ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.